Und dann möchte ich gleich schon anfangen, und zwar euch den Florian Filipitsch vorstellen. Er ist Jurist und arbeitet beim Bundeskanzleramt, beschäftigt sich mit Urheberrecht und Informationsrecht seit dem 20. Jahrhundert und wird uns heute über Urheberrecht erzählen, über Probleme, spannende Punkte, die es da gibt, auf Österreich- und EU-Ebene. Genau. Also begrüßt vielleicht ihn herzlich, damit er hier rauskommt. Hallo und schönen guten Abend. Ich habe mir gedacht, ich mache keine Präsentation. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Vortrag ohne Präsentation mache. Aber das gilt nicht, das ist nicht meine, falls das jetzt gemeint war. Ich habe mir gedacht, wir schauen auf den ersten Screen, noch bevor wir Zähne geputzt haben. Und jetzt machen wir es mal ohne Screen, oder ich mache es zumindest mal ohne Screen. Ich bin gebeten worden, etwas in 15 Minuten zum Urheberrecht bzw. zu den aktuellen Problemen und zur EU-Urheberrechtslinie zu erzählen. Ich weiß, EU ist so ein Begriff, bei dem der Wachkoma induzierend wirkt. Keine Sorge, ich versuche es trotzdem so spannend wie möglich zu machen. Ich gehe davon aus, dass die Informationslage hier, was Urheberrecht betrifft, heterogen ist. Also manche kennen sich gar nicht aus und andere sind Halbgötter. Die Halbgötter bitte ich zu entschuldigen, die können sich, und Göttinnen natürlich, die können sich still mit dem Handy und Candy Crush beschäftigen. Obwohl die coolen Leute spielen wahrscheinlich nicht Candy Crush, sondern irgendwas anderes. Zum Urheberrecht. Ganz kurze Publikumsbeteiligung, was immer besonders geschätzt ist. Wann, glauben Sie, war die letzte echte Urheberrechtsnovelle in Österreich? Die letzte echte Urheberrechtsnovelle, die darüber hinausgegangen ist, EU-Vorschriften oder Vorgaben umzusetzen? Nein. Das wäre schön. Fast, ja. Nein, es war 1996, wo das letzte Mal der Urheberrechtsgesetzgeber sich weit darüber hinausgetraut hat, was von extern gekommen ist. Damals war es mit EU-Vorgaben noch nicht so dicht. Aber 1996 ist das letzte Mal im Urheberrecht was passiert, was darüber hinausgegangen ist, irgendwelche zwingenden EU-Vorschriften, Richtlinien umzusetzen. Das ist deprimierend genug. Ich bin so naiv zu sagen, ach, vielleicht gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, weil jetzt rollt wieder eine Richtlinie an oder ist eine Richtlinie umzusetzen. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu machen. Ein bisschen mehr als das, was jetzt gerade kommt, nämlich das große Urheberrechtspaket. Das große Urheberrechtspaket, das noch immer ein großes Urheberrechtspaket ist, obwohl ein kleiner Teil schon weg ist, zu dem komme ich nachher ganz kurz. Dass dieses Paket besteht aus der großen Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, dann die sogenannte Marrakesch-Richtlinie, die Marrakesch-Verordnung und eine Verordnung zu den Rundfunkern. Die letzte klingt ein wenig öd, ist aber vor allem, ich habe ein paar Rundfunkernamen gehört, ist für Rundfunker insbesondere interessant. Wobei ich habe vor allem Radios gehört, das ist eher für die Bewegtbildleute interessant. Sie wissen wahrscheinlich, wir haben bald Ratspräsidentschaft 2018. Ob dieses Urheberrechtspaket im Rahmen der Ratspräsidentschaft von Österreich abgearbeitet werden kann, ist fraglich bis unwahrscheinlich. Aber lassen wir uns überraschen. Ganz kurz das ein Randthema, um das abzuhaken. In diesem Urheberrechtspaket, in diesem großen, ist das Marrakesch, ist so ein Marrakesch-Duo drin, Richtlinie und Verordnung. Was klingt nach Sand und Sonne, betrifft die Zugänglichmachung von Inhalten an blinde und sehbehinderte Personen. Sie werden sich vorstellen können, wie viel politischer Gegenwind da weht. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man gegen Fotos von Otterbabys ist oder was in die Richtung. Da hat keiner was dagegen, die Sache ist abgearbeitet, alle finden es super und das war's. Okay, jetzt kommt ein Punkt, der tatsächlich ein wenig spannender ist, und zwar eine Verordnung, die sich mit den Rechten von Rundfunkunternehmen auseinandersetzt, und zwar mit dem urheberrechtlichen Part, weil Sie wissen wahrscheinlich, Rundfunkrecht ist ansonsten nicht im Zivilrecht, sondern im Medienrecht angesiedelt. Worum geht es bei dieser Rundfunkerverordnung? Es geht um etwas, womit Sie bei Hangman extrem erfolgreich sein werden und was beim Scrabble auch viel bringt, um die Verankerung des sogenannten Ursprungslandsprinzips. Dieses Ursprungslandsprinzip, das gibt es in der Kabel- und Satellitenrichtlinie
und hört sich langweilig an, ist aber von enormer Bedeutung. Heißt nämlich, wenn Sie etwas zum Beispiel online verwerten wollen oder in dem Fall im Wege von Kabel und Satelliten, dann müssen Sie die Rechte nicht überall dort erwerben, wo das ausgestrahlt werden soll, sondern es reicht, wenn Sie die Rechte einmal erwerben, also in dem Land, wo Sie sitzen. Macht Rundfunkveranstalten viel, viel einfacher. Und diese ganze Geschichte soll jetzt aufs Internet übertragen werden. Insofern, als ganz, ganz viele Rundfunkveranstalter Catch-up-Dienste betreiben. Catch-up-Dienst, sagt Ihnen was? Die TV-Tek. Ja, also ich kann 7 Tage im Nachhinein fernschauen oder nochmal schauen, wie die Conchita den Song Contest gewinnt. Das war, glaube ich, das, was am meisten geschaut wurde in letzter Zeit. Oder Simulcast, also ein Videostream gleichzeitig zum Fernsehprogramm. Also das sind Sachen, Verwertungshandlungen, für die man Rechte braucht, für die man Online-Rechte braucht. Und derzeit ist es so, dass für diese Dienste die Rechte in jedem einzelnen Land erworben werden müssen, wo das abrufbar ist. Das heißt, der ORF muss, wenn er seine TV-Tek in ganz Europa anbieten will, für jedes einzelne Land die Rechte erwerben. Das macht es auf Dauer teuer, wenn er das wollte. Und diese Verordnung, die da jetzt in Vorbereitung ist, sagt, dieses Ursprungslandsprinzip, das soll auch im Online-Bereich gelten. Das heißt, Rundfunkveranstalter müssen nur eine europäische Lizenz erwerben und die Filmproduzenten zum Beispiel können nur eine europäische Lizenz verkaufen. So, wer findet es cool? Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen, die finden das cool. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen in Europa, vor allem die großen, sind sehr daran interessiert, dass sie ihre Online-Angebote so breit wie möglich aufstellen und die sind nicht daran interessiert, dass sie in jedem einzelnen Land eine Lizenz erwerben müssen, sondern die wollen eine Lizenz erwerben. Die finden das super. Wer findet es nicht super? Nicht super finden es natürlich die Filmproduzenten zum Beispiel, die jetzt ihre Lizenzen oder ihr Werk nicht in jedem Land einzeln vermarkten können, sondern die mehr oder weniger eine große Lizenz hergeben müssen, was deren Einnahmen natürlich viel geringer macht. Also man kann bei Weitem nicht so viel Geld für eine europäische Lizenz verlangen, wie für mehrere einzelstaatliche Lizenzen. Und wer es eigentlich wirklich ganz schlimm finden sollte, sind die Rundfunkveranstalter in kleinen Ländern, in sogenannten angehängten Sprachräumen. Warum? Weil nämlich in Zukunft ein österreichischer Rundfunkveranstalter nicht mehr nur für Österreich eine Lizenz erwerben kann, sondern zum Beispiel nur für den deutschsprachigen Raum. Das ist den großen deutschen Rundfunkunternehmen wurscht, die zahlen Österreich mit, ja, per Peanuts. Der österreichische Rundfunkunternehmer muss Österreich zahlen und ganz Deutschland. Dasselbe gilt für Belgien und dasselbe gilt für Irland. Also alle die Rundfunkunternehmer in den kleinen Ländern. Das heißt, diese Verordnung Rundfunk ist derzeit extrem umstritten. Die Öffentlich-Rechtlichen, die Großen, wie gesagt, finden es gut. Die Kleinen, die Privatsender und die Filmschaffenden finden es schlecht. Soweit, so gut. Das ist etwas, was in Österreich derzeit extrem aufregt. Die politische Position ist eher abwartend, aber es gibt derzeit auch keine eindeutige Richtung, in die das Ganze gehen soll. Ja, bitte. Wo ist denn der Unterschied in dem Internet von kleinen Anbietern und großen öffentlich-rechtlichen Anbietern? Du hast gesagt, die öffentlichen und großen finden das toll und die kleinen finden das doof. Die öffentlich-rechtlichen Großen haben Geld. Also ganz simpel gesagt, die Privatsender müssen das finanzieren. Die müssen die Lizenzen einfach finanzieren. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind meistens monetär so ausgestattet, dass sie sich damit nicht großartig beschäftigen müssen. Also die können dafür einfach das Geld schneller locker machen. Nicht zufrieden mit der Antwort? Ja, natürlich ist gleiches Recht für alle. Ich erkläre nur, warum die einen dafür sind und die anderen dagegen sind. Natürlich wird es für alle gleich teuer sein. Natürlich wird die europäische Lizenz gleich teuer sein. Okay. Okay,
das war diese Verordnung Rundfunk, wie gesagt, recht umstritten und derzeit noch unklar, in welche Richtung es geht. Jetzt habe ich wahrscheinlich noch 10 Minuten für Fragen? Nein, ich habe schon noch mehr. Ich würde jetzt noch gern was zum großen, also zum Elephant in the Room sagen, zur großen Urheberrechtsrichtlinie. Die ist, glaube ich, hier schon referiert worden. Derzeit liegt vor ein estnischer Kompromissvorschlag, den es nur auf Englisch gibt und zu dem ich jetzt nicht genauer ausführen will, weil es auch wieder unklar ist, welche Optionen da jetzt überleben und welche nicht. Nur ganz kurz zu den großen Problembären in dieser Richtlinie. Erstens das Leistungsschutzrecht der Presseverleger. Das Leistungsschutzrecht der Presseverleger sollte Ihnen ein Begriff sein als eine der großen Projekte, die trotz totaler Praxisuntauglichkeit in diesen Richtlinienvorschlag reingeschafft haben. Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger ist sensationell gescheitert in Spanien und ist auch gescheitert in Deutschland. Jetzt versucht man es über die Richtlinie nochmal reinzubringen, hat wahnsinnig viel Widerstand erzeugt. Zur Erinnerung, es geht darum, dass man den Presseverlegern ein neues Leistungsschutzrecht, also eine Art wirtschaftliches Verwertungsrecht geben soll, für ihre Online-Auftritte, also für zum Beispiel die Verwendung von Snippets, für kurze Textpassagen, für jede Nutzung, also kommerziell und nicht kommerziell, und für einen Zeitraum von 20 Jahren. Also 20 Jahre ist in Internetjahren dann wahrscheinlich sowas wie 200. Dieses Leistungsschutzrecht ist in Fachkreisen einhellig abgelehnt worden, hat aber trotzdem es in den Richtlinienentwurf geschafft. Und da gibt es jetzt eine neue Entwicklung, oder relativ neue, seit dem späten Sommer. Es gibt einen Alternativvorschlag, und zwar so, dass man nicht mehr sagt, die Presseverleger kriegen neue Rechte, sondern es gibt den Vorschlag einer sogenannten Vermutungsregelung. Und die Vermutungsregelung bedeutet nichts anderes als, wenn was auf der Seite von einem Presseverleger, also zum Beispiel der Standard.at oder Spiegel.de war, dann geht man davon aus, dass der die Rechte dafür hat. Was bringt das? Das bringt einfach nur was, dass der in einem ersten Schritt die Rechteverfolgung leichter betreiben kann. Also dass der sich nicht darum kümmern muss, beim Autor dieser ganzen Geschichte um Erlaubnis zur Rechtsverfolgung anzufragen, sondern der Presseverleger darf das mal selber verfolgen. Kriegt aber kein zusätzliches Leistungsschutzrecht und diese 20 Jahre Ausdehnung auf alles Mögliche, das ist derzeit auch vom Tisch, wenn dieser Alternativvorschlag überlebt. Wie das weitergeht, ist unbekannt. Das war übrigens auch der Vorschlag der Berichterstatterin in diesem Fall. Nächster Problembär ist der Artikel 13. Das ist die sogenannte YouTube-Regel. Da geht es um Filtermöglichkeiten oder Filterpflichten eigentlich beim Upload. War im ursprünglichen Entwurf und ist noch immer eine höchst unangenehme Norm, deswegen, weil sie eigentlich mehr Fragen aufwirft als Probleme löst. Es geht zum Beispiel darum, dass man dass gefiltert werden soll, was alles raufgeladen wird von Usern. Das ist grundsätzlich die Intention hinter der ganzen Geschichte ist ganz okay. Es sollen nicht Plattformen Geld mit fremden Inhalten verdienen und dann im Falle eines Rechtsverstoßes sagen, ja, aber ist nicht mein Inhalt, ich kann nichts dafür. So wie das aber angelegt wurde im Entwurf, ist es extrem unklar, extrem umfangreich. Auch da gibt es jetzt Alternativvorschläge, wie man das neu machen kann. Auch da ist komplett unklar, wie das ausgeht. Eins noch, das Wurzelproblem an dieser ganzen Geschichte ist die Providerverantwortlichkeit. Die Providerverantwortlichkeit, also kennen Sie hoffentlich, dieses Wer, also Host-Provider, Content-Provider und Access-Provider, da betrifft es vor allem den Host-Provider, sprich, wer einfach nur eine Plattform zur Verfügung stellt, kann nichts für die Inhalte, die dort gehostet werden. Und dieser Provider-Begriff soll nicht angegriffen werden. Das Problem ist aber, dieser Provider-Begriff entspricht bei weitem nicht mehr der Realität. Also diese klassischen Provider, die sind mittlerweile fast verschwunden. Sowas wie Facebook oder YouTube passt in diese klassischen Provider-Begriffe nicht mehr rein. Und für die bräuchte es Regeln, derzeit noch immer unklar, in welche Richtung es gehen soll. Letzte Sache, das Urhebervertragsrecht. Ich weiß, es gab schon von der Sonja Ablinger einen kurzen Vortrag dazu hier. Das Urhebervertragsrecht wäre dieser eine Punkt, wo man einhaken könnte in Österreich und sagen, hey, wir machen ein bisschen mehr als nur eine Richtlinienumsetzung. In Österreich gibt es nämlich kein Urhebervertragsrecht, also nämlich wirklich gar kein Urhebervertragsrecht. Es gibt in Deutschland ein Urhebervertragsrecht und das Urhebervertragsrecht ist in der Praxis enorm wichtig. Die wenigsten Urheber verwerten ihre Geschichten selber, die meisten schließen Urheberverträge
und überlassen das jemandem anderen. In der Richtlinie gibt es jetzt zwei Mindestanforderungen, die ohnehin umgesetzt werden müssen. Und das wäre die schöne Gelegenheit, in Österreich mal ein richtiges Urhebervertragsrecht zu verankern, so wie das die Deutschen schon gemacht haben. Mit so Sachen, ich werfe jetzt einfach so Buzzwords in die Menge, die einschlägig Informierten können erfreut schauen, die anderen werden jetzt wahrscheinlich ratlos reinschauen. Zweckübertragungsgrundsatz wäre eine ganz sinnvolle Sache, der Beteiligungsgrundsatz, die Verfügung über unbekannte oder zukünftige Nutzungsarten, die Verankerung von Linux-Klauseln, die Verankerung einer Open-Access-Klausel. Also das ist das große Paket Urhebervertragsrecht, über das man sich in Österreich seit 2002 nicht mal mehr zu diskutieren getraut hat und wo jetzt ohnehin was zu tun ist und es daher schön wäre, wenn da vielleicht etwas kommt. Ich weiß nicht, wie realistisch das in Zukunft sein wird, wie da die politischen Intentionen sind, aber das wäre auf jeden Fall ein lohnenswertes Unterfangen. Gut, das war es auch schon. Ich habe schon die gehobene Hand gesehen. Das war jetzt wahnsinnig viel Urheberrecht in extrem kurzer Zeit. Ich hoffe, wir können es aber ein bisschen ausdehnen in den Fragenbereich. Ja, ich höre es. So, ja. Ich habe jetzt nachgeschaut. Es stimmt, ich habe Unrecht gehabt mit 2014. Es war 2015. Es war 2015, dass wir die letzte Urheberrechtsgesetznovelle hatten. Das ist völlig richtig. Wir haben 2015 eine Urheberrechtsnovelle gehabt und dann eine ganz große gab es 2002. Also die wurde nicht notwendig wegen einer EU-Rechtsänderung. Doch, das war, nein, hat sich bezogen auf... Da wurden mehrere Dinge eingeführt, die nicht notwendig waren wegen Urheberrecht. Sondern wegen der Richtlinie für kollektive Rechtewahrnehmung? Nein, weil es der nationale Gesetzgeber so wollte. Das basierte auf dem Arbeitsprogramm der Bundesregierung, die festschrieb, dass in den Jahren zwischen 2013 und 2018 eine Novelle des Urheberrechts erfolgen soll. Ich kann Ihnen nachher den Link schicken. Ja, im Regierungsübereinkommen, soweit ich mich erinnern kann, geht es darum, dass man das Urhebervertragsrecht evaluieren soll, beziehungsweise schaut, was es da für Möglichkeiten gibt. Das steht zumindest im Regierungsprogramm, soweit ich mich erinnern kann. Okay, versenden Sie den Link. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist ein Bereich, der mir noch gefehlt hat, der aber aus zivilgesellschaftlicher Sicht natürlich sehr wichtig ist, ist der Bereich der Schrankenregelungen, also des Fair Use. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, das ist ja auch Teil der Richtlinie und wäre sozusagen aus Nutzerinnenperspektive eines der wenigen positiven Sachen, die in diesem Urheberrechtspaket ja enthalten sind. Leider das einzige, muss man sagen. Und der zweite Bereich, Sie haben erwähnt, wie umstritten Artikel 13 die Upload-Filter sind. Mhm. Und es gab ja auch mehrere Länder, die sich mit sehr grundlegenden Bedenken an Legal Services des Rats gewendet haben, die wirklich aufgezeigt haben und gesagt haben, kann das hier überhaupt mit der Charta oder eben mit der E-Commerce-Richtlinie d'accord gehen? Hat Österreich in dieser Hinsicht auch nachgefragt oder gibt es Bedenken oder Überlegungen auch interner Natur, ob man hier überhaupt ein EU-Gesetz verabschiedet oder diskutiert, das im Einklang mit den Grundrechten steht? Okay, danke. Es waren zwei Punkte. Das erste, diese Schrankenregelung. Bei Schrankenregelung, glaube ich, oder hoffe ich, ist allgemein bekannt, was es ist, die sogenannten freien Werknutzungen. Also mehr oder weniger die Freiheiten, die der Nutzer auf jeden Fall hat. Wichtigste Schrankenregelung oder wichtigste freie Werknutzung ist die Privatkopie. Dann gibt es sowas wie das Zitatrecht, das tatsächlich umfangreich geändert wurde, richtig. Die Kopie im Auftrag von anderen, die Ausstellung oder die Vervielfältigung zu die sogenannte Sicherungskopie, die oft verwendet wird, im Glauben, dass es eine Sicherungskopie ist. Also grundsätzlich ganz, ganz wichtige Sachen, die nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sind. Und im aktuellen Paket, danke für den Hinweis, im aktuellen Paket sind drei vorgesehen. Erstens einmal das Data Mining als eine Schrankenregelung, eine freie Werknutzung. Das schaut tatsächlich so aus, als ob das geht. Natürlich gab es auch zu dem Bereich extrem viel Fragen, Bedenken. Ist da alles erlaubt? Ist das nicht kommerziell erlaubt? Und so weiter und so fort. Aber Data Mining ist eine Schrankenregelung, eine freie Werknutzung, die neu hinzukommt und die ganz erfreulich ist. Dann gibt es noch zwei andere. Das eine ist die Einrichtungen des Kulturerbes.
also sowas wie die Digitalisierungsprojekte zum Beispiel. Da gab es zumindest von Seiten des Bundeskanzleramtes eine Anregung, ich weiß nicht, ob das auch die allgemeine österreichische Stellungnahme war dann, da gibt es das Vorhaben, dass man Sachen digitalisieren soll, um sie dann aufzubewahren. Das ist ein bisschen halbherzig. Man kann durchaus argumentieren, wenn man Kulturerbe digitalisiert, dann sollte es zu mehr da sein, als dass es dann in irgendeinem Tiefspeicher verschwindet, sondern dass man es dann verwenden soll. Und dann die dritte Freiwerknutzung oder die dritte Schrankenregelung ist das Verwenden zu Unterrichtszwecken. Auch da gibt es erfreuliche Entwicklungen, dass das so breit wie möglich gestaltet werden soll. Gerade beim Unterricht gibt es noch immer einige offene Fragen, aber diese drei Sachen, haben Sie recht, sind die erfreulichen Geschichten. Was war der zweite Punkt? Der Upload-Filter, richtig. Genau, die österreichische Position. Was das Urheberrecht betrifft, ist, wissen Sie, das Justizministerium zuständig. Das Justizministerium ist sehr zurückhaltend mit großen Einflussnahmen auf den europäischen Normgebungsprozess. Also ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, beim Artikel 13 gibt es natürlich diese Unklarheitenfragen, also was ist jetzt gemeint, welche Services soll es genau sein. Zu den jetzt vorliegenden Optionen gibt es, soweit ich weiß, noch keine Stellungnahme. Das findet in den, also die weitere Vorgehensweise ist, das ist gerade in der Ratsarbeitsgruppe Urheberrecht und geistiges Eigentum, und da gibt es jetzt noch zwei, drei Sitzungen, bevor das dann in den Verhandlungszustand übergeht. Danke. Es ist ja die schöne Hoffnung, dass der österreichische Gesetzgeber das Urhebervertragsrecht angehen wird. Das wird er aber nicht machen. Er wird Artikel 14 und 15 umsetzen, der an sich schon problematisch genug ist, wenn ich daran denke, etwa an Rechte, die an Marken übertragen werden, also an den Urheberrechten, die an den zugrunde liegenden Designs übertragen werden. Aber das Justizministerium, das hier zuständig ist und nicht das BKA, war immer sehr zurückhaltend, mehr zu tun, als nötig ist, und das wird auch hier nichts passieren. Ja, bedauerlicherweise ist Ihre Einschätzung seit 2002 richtig. Also ums Urhebervertrags, wenn Sie Abgeordnete oder Kultursprecher aufs Urhebervertragsrecht ansprechen, dann erhalten Sie teilweise recht frustrierte Antworten. Aber dass das Urhebervertragsrecht, dass da was passiert, das ist schon seit ewig geplant, und seit genauso ewig geht einfach nichts weiter. Aber ich fürchte fast, dass Ihre Einschätzung, nämlich dass man das unbedingt Notwendige, diesen Bestseller-Paragraf und diese Transparenzpflichten, dass man das umsetzt und dann evaluiert oder sich anschaut und auf jeden Fall nichts Unmittelbares machen wird. Sonst keine, jetzt komme ich nochmal. Nur nochmal zu den Schrankenregelungen. Das mit den Data-Mining kann man auch so oder so sehen, weil im Moment ist das ungeklärt, ob es überhaupt einen Urheberrechtsschutz für Data-Mining gibt. Manche argumentieren, den braucht es auch gar nicht. Im Moment ist es eine unklare Rechtsfrage. Mhm. Dadurch, dass man eine Schranke für einen sehr kleinen Bildungsbereich macht, schließt man auch alle anderen wiederum aus oder zwingt sie in irgendeine Lizenz hinein. Und was leider nicht drinnen ist, was Sie auch nicht erwähnt haben, ist die Panoramafreiheit. Also es ist zum Beispiel in Frankreich verboten, ein Foto von einem Gebäude zu machen, von der Straße aus, was zu der lustigen Situation führt, dass das Europäische Parlament der Wikipedia kein Recht an seinem Straßburger Sitz geben darf, weil das bei dem Erben des Architekten liegt. Und da wäre vielleicht auch eine Reform ganz, ganz sinnvoll. Aber zu den Upload-Filtern nochmal, Sie haben meine Frage nicht beantwortet, nämlich ob es eine rechtliche Einschätzung gibt, ob dieses Gesetz denn überhaupt mit bestehenden EU-Grundrechten konform geht. Und das wäre, glaube ich, auch etwas, wo auch der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes theoretisch eine Position dazu haben könnte. Richtig, ich kenne keine Einschätzung im Hinblick auf Kollision mit anderen Normen, was das betrifft. Vor allem noch kurz davor, ich bin nicht im Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes, ich bin in der Sektion 2 Kunst und Kultur. Aber Sie haben natürlich recht, also dass das nicht unproblematisch ist, stimmt. Was ich als das große Problem bei diesen Upload-Filtern sehe, ist, dass man eine neue Regel einführt, sagt, diese ganzen Provider-Sachen sollen komplett unberührt sein. Ja, das hat nichts damit zu tun. Jeder weiß aber, dass es unmittelbar damit zu tun hat und dass genau darin eingegriffen wird. Also dass es unmöglich sein wird, wahrscheinlich in Zukunft, dass auf der einen Seite die Provider-Privilege bestehen zu lassen und auf der anderen Seite aber zu sagen, und im Übrigen, ihr müsst filtern, was da reinkommt. Weil
dann gibt es das Provider-Privileg so nicht mehr. In der offiziellen Begründung heißt, das eine berührt das andere nicht. Wie das funktioniert, hätte ich gerne vorgehüpft. Ich weiß es nicht. Gibt es noch Fragen? Schaut gut aus. Vielen Dank. Dankeschön. Das Headset kann gleich weitergegeben werden. Genau. Am besten gleich an ihn weiterreichen. Freut mich, dass hier so eine tolle Diskussion entstanden ist.